Guten Morgen allerseits und herzlich willkommen beim Einsingen um 9. Wir sind ja hier in der Themawoche zu den Früchten. Stellt euch mal vor, ihr hättet hier auf der Hand eine Frucht. Wenn irgendwer jetzt schon eine bereit hat, dann bitte gerne holen. Ich zeige euch das erstmal und nehme sie nachher dazu. Und ihr macht die Bewegung über dem Kopf und da vorne nochmal ein Schlenker. Und immer schön schauen, dass die Handfläche, Handinnenfläche nach oben zeigt. Ja, so dass schön diese ganze Muskulatur hier aktiviert und mobilisiert wird. Das darf gerne auch sehr großzügig sein, wie es eure Platzverhältnisse zulassen, oder auch kleiner. Dazu. Ich habe hier einen schönen Apfel. Das Praktische ist, dass man so recht gut schubbeln kann, wenn man merkt, okay, jetzt fällt er mir runter. Also es ist kein Teller, aber versucht mal trotzdem diese Frucht schön zu balancieren. Nachzuspüren, wie das hier im Brustkasten öffnet, den Schultergürtel. So. Ich mache die andere Seite erstmal ohne Frucht. Hier geht es so nach vorne, nach oben über den Kopf und kommt wieder so runter. Das ist so eine Art Achterbahn. Und soll, also bei mir geht es da durch die ganze Wirbelsäule, dieses Mobilisieren und Strecken. Versucht mal auch, was tut euch gut? Ist es diese Bewegung oder das da? Genau, wir nehmen den Apfel dazu. Ui, hier hat sich was gelöst. Nicht weiter schlimm. Ich bin nicht runtergefallen. Wir machen es mit dem Apfel. Es darf auch sehr gerne ganz schwungvoll sein. So. Und wer will, wir machen das jetzt einmal noch mit beiden Äpfeln oder auch ohne Äpfel, aber mit beiden Armen, beiden Händen. Ist schon eher ein bisschen anspruchsvoll. Auch das hier da mit dem Überkreuzen. Genau. Wir spüren kurz nach, wie das so ist. Die Weite eventuell. Sehr gut. Also wir machen eine kleine Übung. Ihr haltet hier die Finger so an die Nase. Wer will, kann das Fenster öffnen. Ich kann das nicht so gut wegen der Lichtverhältnisse. Wir wollen so schön frisch einatmen und machen einen Wechsel zwischen innen, Augen geschlossen. Und dann zähle ich auf 3 und dann öffnen wir die Augen und streichen so nach außen und atmen ein. Also.
Eins, zwei, drei. Genau. Wir gehen schön nach innen, in uns rein und machen dann den Wechsel ins Außen, wo wir den Raum wahrnehmen und voll und ganz den ausfüllen. Also nochmal Augen schließen. Eins, zwei, drei. Gut. Und ein letztes Mal. Eins, zwei, drei. Dann sind wir nämlich schön wach und aktiviert und haben ein Bewusstsein für den ganzen Raum, wo wir drin sind. Für uns, für unseren Körper und wie der sich hier im Raum positioniert. Also, als nächstes stellt euch bitte mal vor, ihr würdet so auf leicht beweglichen Platten stehen. Eine Platte für den rechten Fuß, eine Platte für den linken Fuß. Und jetzt schiebt ihr diese Platten leicht nach außen. Sehr sanft. Nicht, dass das irgendwie so eine Stimmübung wird, sondern sehr leicht sanft nach außen schieben. Und dann mal schauen, was passiert da. Es ist eigentlich mehr eine Aktivierung als eine Sportübung sowieso. Also, es ist wirklich nicht viel Kraft, es ist so ein leichtes nach außen. Und was bei mir passiert ist, es richtet mich auf. Ich habe die Tendenz zum Hohlkreuz. Und diese Tendenz verhindert es. Also, es macht den unteren Rücken lang. Die Beine sind aktiviert. Ich habe einen guten Stand. Ich bin gut unterstützt. Aber ein gutes Fundament. Und jetzt wollen wir diese Kraft, diese Aktivierung wollen wir nutzen, um unseren Atemfluss zu unterstützen. Wir machen das erstmal stoßweise, dass wir immer auf diese Platten leicht nach außen schieben, in der Pause kurz lösen und es ist ein sanftes Wechselspiel zwischen Spannung, Aktivierung und Loslassen. Das hier mache ich, um zu zeigen, um die Bewegung zu zeigen der Füße, also dieser leichte Druck nach außen. Das müsst ihr nicht mitmachen. Also wir machen es gleich nochmal. Ich stelle mich da nochmal drauf. Genau, ein bisschen variieren zwischen kurz und lang. Ja, mal so weit. Wir nehmen die Stimme dazu, machen es erst auf. In diesem nach außen schieben drin, in dieser Aktivierung. Es darf auch ein bisschen schneller sein, weil es doch eher lang ist.
dieser Tonhöhe. Ich bin gespannt, ob es mit euch was macht oder nicht. Kann auch immer sein. Also, wir machen es auf Io. Geht ein bisschen rauf. Gleich nochmal von hier. Und ihr behaltet diese Aktivierung und haltet sie so, dass es nicht starr ist, dass sie nicht ankommt. Jetzt habe ich es und jetzt bleibe ich so. Sondern dass es beweglich ist. Also dass ihr jederzeit in alle Richtungen euch bewegen könntet, den Druck ein bisschen verstärken, ein bisschen minimieren. Von hier. Soweit. Wir machen eine Staccato-Übung. Besser gesagt, kombiniert zuerst einmal rauf in die Oktave im Dreiklang Staccato, kurz, und dann so eine Art Portato, dass ihr immer noch gut absetzt, aber es nicht mehr so ganz kurz ist. Und wir machen es auf Ju, U, U, U. Ju, U, 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 U. Von hier, geh noch mal rauf. Von hier, und es muss wirklich so ein sehr, sehr freudig, sehr aktiv sein. Das sind so kleine Mini-Explosionen mit diesen Staccati. Von hier. Ja. Und ja. Genau, schön arbeiten. Von hier. Ich überlege jetzt gerade mit diesen Platten. Ja, es ist eigentlich auch hier, dass sie so leicht dieses Wippen mitmacht. Also,
Nächste Übung. Und hier alles rund um Früchte. Wir fangen an mit süß. Süß, süß. Gleich nochmal und süß, süß. Probiert einmal ganz durchzugehen, ohne dieses Absetzen in der Mitte. Absetzen. Süß, süß. Gehen wir auch noch etwas in die Tiefe mit Ro. Mit Ro, genau. Ro, Ro. Mit Absetzen von der gleichen Tonhöhe. Frisch, frisch. Machen wir noch einen. Und frisch, frisch. Und jetzt kommen ein bisschen mehr Silben noch dazu und mehr Konsonanten. Und zwar fangen wir an mit Früchtebrot. Früchtebrot, 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 Früchtebrot. Von hier, Früchtebrot. Früchtebrot, 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 Apfelsaft, gleiche Höhe. Apfelsaft, 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 Apfelsaft. Und mit diesen Konsonanten ist es immer so eine Sache, wir wollen die gut artikulieren und die soll man verstehen und Verständlichkeit. Sie sollen aber nicht unseren Luftstrom unterbrechen und so gestoßen und überartikuliert sein. Also versucht so knackig und kurz, dass sie gut verständlich sind, aber immer noch auf dem Atemfluss. Machen wir nochmal Apfelsaft. Apfelsaft, 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 Apfelsaft. Und jetzt machen wir eins mit drei Silben, das nicht so gut aufgeht, aber trotzdem lustig ist. Und zwar Zwetschgenkompott. Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen, Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott. Nochmal Zwetschgenkompott. Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen, Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen. Von hier und Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen, Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen. Noch von hier. Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen, Zwetschgenkompott, Zwetschgenkompott, Zwetschgen.
Gut, und als Vorbereitung auf den Kanon, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, machen wir noch Folgendes. Und zwar auf Liluli Luli. Liluli Luli. Gleich nochmal. Ich habe hier so einen Schleimfetzen. Ich versuche den einfach wegzusingen. Lie nochmal. Liluli Luli. Liluli. Säuseln die Blätter, Liebe duften die Blüten, Liebe rieselt die Quelle, Liebe flötet die Nachtigall. Und ich glaube, das ist eigentlich eher so, ja, noch so ein Kanon mit seinen Tücken, mit diesen Sechzehntelstriolen, mit großen Sprüngen. Und ich finde, ihr seid so intensiv hier dran mit diesem Einsingen. Ihr sollt merken, dass ihr die Früchte ernten könnt eurer Arbeit. Also, dass ihr sowas singen könnt. Machen wir die erste Zeile. Heute erstmal nur erste und zweite. Fangen wir mit der ersten an. In diesen Sechzehntels Triolen, die einfach so eine wahnsinnig schöne Würze, eine wahnsinnig schöne Harmonik ergeben. Dass ihr da so richtig schwelgend, liebend, verliebt, träumerisch reingeht. Also, wir machen beide Zeile. Die Einsätze hier sind nicht so schwierig, weil das zweimal der genau gleiche Text ist.
und so auch eingesetzt wird. Aufzunehmen. Denkt an diese Abkürzungen, also Abkürzungen, denkt an diese, ja doch, dieses Abkürzen der Achtel, der Viertel, damit ihr gut atmen könnt. Also Quell entspringt. So sauber eine gute Stimme klingt. La 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 la. Das sind so die wichtigsten. Wie das Wasser hell und klar dem Quell entspringt, so sauber eine gute Stimme klingt. La 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 la. Fragen und freuen uns dabei, wie das Wasser hell und klar dem Quell entspringt, so sauber eine gute Stimme, wie das La 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 la, wie das singen wir uns fragen und freuen uns dabei, wie das Wasser hell und klar dem Quell entspringt. Fürs Mitmachen und
möchte nochmal sagen, seid irgendwie freudig und auch selbstbewusst, was ihr hier alles lernt und gelernt habt. Und ja, diese Früchte ernten, macht es ganz selbstbewusst und genussvoll, dass ihr jetzt hier schon so viel gelernt habt. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche und wir sehen uns nochmal diese Woche am Sonntag. Ganz eine gute Zeit und bis bald.